liebe Leute, wir sind wieder da. Ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Eine neue Talkwoche beginnt. Ihr seid wieder da. Das freut mich sehr. Ja, wir beginnen wie immer montags mit einer offenen Sendung, mit einer freien Themenrunde. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Dennis. Oder Denise, stimmt, wie sage ich's? Dennis, ein Mann. Genau. 28. Ja. Hallo Dennis. Hallo. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, und zwar habe ich Angst, dass ich eine sexuelle Straftat wieder begehe, möchte ich mal so sagen. Und zwar sieht das so aus, das ist schon etwas länger her, ungefähr 95 haben wir einen Internetanschluss bekommen. Und ich sag mal so, die Zeit rum gab es ziemlich viel Stress bei uns in der Familie und ich habe mich in der Zeit sehr, sehr zurückgezogen. Und habe mir dann halt, sag ich mal, pornografische Bilder von Kindern angeschaut. Im Netz. Ja, da warst du ja auch selbst noch recht jung. Ja, genau. Da hast du noch bei deinen Eltern gewohnt. Ja, genau. Ja. Und im Moment sieht es dann jetzt, also dann ging das halt so weiter, dass ich mir diese Sachen runtergeladen habe. Dabei muss ich allerdings sagen, es sind keine sexuellen Handlungen drauf zu sehen gewesen. Sondern das waren alles so Dinge, sag ich mal, ja, die waren einfach nur nackt, sag ich einfach jetzt mal so. Ja, also, weil das schritt mich dann auch wieder ab irgendwo. Auf die Idee bin ich dann irgendwann gekommen, überhaupt da hinzugehen. Erstmal bin ich ziemlich allein gewesen in dieser Zeit, weil sich halt meine Familie so ein bisschen von mir abgewendet hat. Allerdings nicht, das hat nichts mit mir zu tun, also das war einfach so vom Familienkreis her so. Dass die halt mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren und ich habe mich dann mehr oder weniger vernachlässigt gefühlt und habe in meine eigene Welt aufgebaut. Auf die Idee bin ich dann überhaupt gekommen durch die Medien, sag ich mal so, weil in dem Zeitpunkt, sag ich mal, war das ziemlich stark vertreten, dieses Thema. Ja. Und es hieß immer, es ist verboten und ich sag mal so, das ist jugendlicher Leichtsinn, sag ich jetzt einfach mal aus heutiger Sicht. Hat man sich erwischt dabei? Ja, hat man dann. Ja, wer und wie? Ne, das war dann, das war die Polizei dann hinterher. Naja, die sind dir, wie haben die es rausgekriegt? Ja, ich habe mir halt in diversen Portalen, freien Tauschbörsen damals, wo man auch die Musik noch runterkriegen konnte, habe ich mir halt diese Bilder gezogen und dort haben sie halt jemanden hochgenommen, von dem ich wohl auch was getauscht habe. Aber es waren schon pornografische Bilder? Ja, nackte Fotos dann halt, also Fotos, also wie gesagt, keine sexuellen Handlungen oder sowas. Und ich habe auch keine sexuelle Erregung dabei. Ich gucke mir die einfach nur an und stelle mir vor, dass ich irgendwie was mit denen machen konnte. Also, dass ich praktisch die Macht über diese Leute habe. Über die Kinder hast? Im sexuellen Sinne? Nein, nein, nicht im sexuellen Sinne. Einfach nur, dass ich denen sagen kann, du machst das, weil diese Bilder sind ja schon im gewissen Sinne erniedrigend. Ja. No. Na gut. Ja. Nicht gut, aber lassen wir das mal so stehen. Du bist dann zu was verurteilt worden? Zu gar nichts. Das ist es ja. Weil ich habe das gestanden. Das ja. ging dann so weiter, ich habe das gestanden, dass ich das gemacht habe. Ja. Und das hat man halt auch wegen Jugendstrafrecht und das ist halt jugendlicher Leichtsinn war. Wie alt warst du genau damals? Damals, als das aufgeflogen ist, oder es ging schon eine gewisse Zeit. Als es aufgeflogen ist? Als es aufgeflogen ist, war ich 18. 18, So, nun bist du 28. Ja. Und nun hast du Angst, wieder straffällig zu werden, weil... Ja, also ich muss mal weiter erzählen. Jedenfalls habe ich dann daraufhin, ich wurde auch deshalb nicht verurteilt, weil ich halt gesagt habe, hallo, hier stimmt irgendwas nicht, ich muss eine Therapie machen. Und dann habe ich auf jeden Fall erstmal lange gesucht, einen Psychologen überhaupt zu finden. Ich war bei zweien insgesamt. Einmal war es ein ganz allgemeiner, aber da habe ich mich überhaupt nicht aufgehoben. Das ist ja nicht lange suchen, wenn man bei zweien insgesamt war. Ja, ja, natürlich, aber ich habe erstmal geguckt, wie das läuft. Eigentlich sollte ich ja deswegen therapiert werden und hinterher ging es da um ganz was anderes, sag ich mal, und das kann es irgendwo nicht sein. Und er ist dann praktisch, also der Erste ist gar nicht auf diese Sache eingegangen. Hast du es ihm denn gesagt? Ja, natürlich habe ich ihm das gesagt. Aber ich hatte so den Eindruck, er konnte selber nicht damit umgehen und das bringt mich nicht weiter. Okay. Und jedenfalls war es dann sehr, sehr schwer, überhaupt was zu finden und ich habe dann eine Tätertherapie, nennt sich das, gemacht. In dem Sinne. Ja. Und auch im Rahmen einer Therapie, bei einem Psychologen. Das war wieder, ja, bei ja. einem Psychologen, ja. Allerdings so ein freier Mitarbeiter war das wohl. Ja. Und das hat mir dann halt schon in dem Sinne geholfen, dass man mir überhaupt, ich musste erstmal wieder komplett lernen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen abkürzen, sonst kommen wir dann nicht zu Potte. Ja. Bist du denn seitdem
Sagen wir mal, hast du dich korrekt verhalten oder bist du rückfällig geworden und hast wieder im Internet irgendwas gesucht? Nein, also bis jetzt nicht, zum Glück. Nein. Hast du denn andere sexuelle Erlebnisse, Erfahrungen? Hast du eine Freundin zum Beispiel? Ja, natürlich. Ich habe ganz normales Sexualleben. Ja. So, warum ist jetzt Gefahr angesagt? Ganz einfach. Ich bin jetzt seit kurzem arbeitslos und sag mal so, jetzt habe ich jede Menge Freizeit. Das heißt, ich bin wieder so zurück, weil meine anderen Kollegen sind wieder alle am Arbeiten und so weiter. Und da habe ich jetzt wirklich diese Spirale wieder losgeht. Wenn ich, sag ich mal so, es lief dann immer so ab. Ich bin einsam, dann so suche ich diese diversen Seiten auf im Internet und so weiter. Das einfach zu durchbrechen, sag ich mal. Das war jetzt, und jetzt ist das wieder seit kurzem mehr so. Also du machst es im Moment wieder? Nein. Du stehst kurz davor? Ich sag mal so, ich stehe kurz davor. Das ist wie so ein Schalter, den man umlegt. Das ist wie man, als wenn man... Also es ist wieder es ist kurz davor, wieder auf Seiten zu gehen, um Kinder, nackte Kinder... Ja, genau. Erregte Kinder auch anzugucken? Nein, eben nicht. Nackte Kinder anzugucken? Ja, einfach nur so. Wie gesagt, ich habe da keine sexuelle Erregung bei und ich möchte auch nicht, dass die das dann sind. Wenn du eine sogenannte Tätertherapie gemacht hast, ja. Weißt du die Ursachen, warum du so funktionierst? Ja, das ist es eben. Also man hatte mir irgendwann mal gesagt, das könnte dadurch daran liegen, dass ich halt auch als Kind schon Einzelgänger war und dass ich halt eben dadurch gewisse Macht ausüben möchte. Warum müssen es nackte Kinder sein? Ich weiß es nicht, vielleicht weil sie irgendwie... Und es ist definitiv so, dass es keine sexuelle Komponente hat bei dir? Nein, eben nicht, das ist es ja. Und ich merke auch selber, man hatte mir auch gesagt, ich habe mich damals auch selber für krank gehalten. Fragen wir es in der Vergangenheit, wie weit ging denn die Fantasie? Du hast die Sachen angeschaut? Ja, ich habe... Wie weit ging die Fantasie, was du in der Fantasie vielleicht hättest gerne tun wollen? Ja, denen irgendwas sagen, dass sie irgendwas machen müssen bei mir, dass sie alt wird, dass ich bei mir nackt in der Wohnung rumrenne, sage ich jetzt einfach mal so. Also keine sexuellen Handlungen. Also aber sie erniedrigen und sie unter Umständen auch quälen? Ja. Ja. Und wie gesagt, jetzt bin ich halt wieder an diesem Punkt, dass ich einfach sage, ich müsste eventuell mal wirklich die Psychologen finden, sage ich jetzt einfach mal so, der mir weiterhilft. Ich war lange im Internet auch unterwegs und es gibt halt wirklich viel nur für Opfer und ein wirklicher Täter in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt jemanden vergewaltigt oder was, habe ich ja auch nicht wirklich. Ja. Also, ich halte jetzt mal fest, dass ich es erstmal gut finde, dass du dich hier meldest. Also, wenn natürlich jetzt viele Leute aufschreien vor dem Fernseher, wie kann man einem solchen Menschen vielleicht sogar noch ein Forum geben? Nein, ich finde es sogar sehr richtig, dass man auch mit Dennis redet, um eben Dennis auch zu erreichen und mit Dennis gemeinsam etwas zu beraten, um vielleicht auch Schlimmes zu verhindern. Insofern ist es gut, dass du anrufst. Ja, das ist mir auch nicht leicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das glaube ich schon, ja. Und wenn du das von dir aus so sagst, ja, dann ist das so, dann ist es definitiv so, dann ist es ist wirklich eine Notsituation eingetreten. Ja, das Problem ist, weil was ich auch als Problem ansehe, ist einfach, es gibt viel Opfer. Es ist auch richtig, dass es was für Opfer gibt. Aber was ist mit den Tätern? Ja, gut, da wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren grundsätzlich. Ich glaube, es wird immer noch nicht genug für Opfer getan. Nein. Das ist eine ganz andere Thematik. Da müssen wir beide uns gar nicht jetzt allgemein drüber unterhalten. Wir müssen uns darüber unterhalten, was wir für dich jetzt tun können. Genau, das ist es nämlich. So. Weil ich merke halt einfach, es könnte wieder passieren und ich will das nicht, weil ich selber sage... Das ist ein Warnsignal. Und wir haben viele Fälle in der Presse schon verfolgt, wo Warnsignale nicht ernst genommen wurden. Wir werden dich jetzt sehr ernst nehmen. Du wirst jetzt mit meiner Psychologin sprechen. Ja. Meine Psychologin wird dir konkret eine Anlaufstelle geben, wohin du dich wenden sollst. Ja. Und so wie ich dich so verstanden habe, bist du auch bereit dazu und das sofort zu tun. Ja, natürlich. Ich appelliere an dich, das wirklich dann auch zu tun. Ja, natürlich. Sonst hätte ich auch nicht angerufen. Ich würde auch gerne vielleicht noch vorschlagen, das machen wir zwar, weil wir einfach nicht die personellen Kapazitäten haben, aber in diesem Fall, dass wir vielleicht noch eine Weile die nächste Zeit in Kontakt bleiben, damit wir auch sicherstellen, dass es auch dann alles so seinen ordentlichen Weg geht. Ja, okay. Ja? Okay, dann machen wir das so, lieber Dennis, du legst auf und du wirst von meiner Psychologin, der Sabine, zurückgerufen und alles Weitere wird dann in die Wege geleitet. Alles klar. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Marina ist hier. Marina ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Marina. Hallo. Hallo, Marina. Ahoi. Und was geht's bei dir? Es ist so ein, wie soll ich sagen, es gibt mehrere Sachen. Es ist so, ich bin jetzt seit 3 Monaten Single und war halt in einer Beziehung, die ging 4 Jahre lang. Und ich mache gerade meine Fachoberschulreife nach und jetzt im Sommer bin ich halt fertig mit der Schule. Und ich habe keine beruflichen Perspektiven. Mhm. Ich habe überhaupt gar keine Perspektiven und mir fehlt gerade so ein bisschen der Halt. Naja, aber du machst immerhin deine Fachoberschule zu Ende.
Das heißt, du hast die Fachhochschulreife. Da wollen wir mal nicht jammern. Da gibt es aber viele Leute, die schlimmer dastehen als du. Ja, das ist aber, das ist aber so ein Ding, ich bin total gerade die letzten Monate total labil, psychisch, ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen komisch. Ich kann nicht zu meinen Eltern gehen, mein Mann ist weg, also okay, ich habe den sozusagen von mir gestoßen. Warum hast du ihn weggestoßen? Weil die Beziehung keinen Sinn mehr hatte. Er war zu eifersüchtig, ich hatte keinen Freiraum, ja. Ich konnte mich nicht entwickeln. Ja. Das und war ja auch eine sehr frühe Beziehung, ne? Du warst ja sehr jung noch, als ihr zusammenkamt. Ich bin gerade 16 geworden. Mhm. Das liegt aber, glaube ich, also heute sehe ich das so, ich denke, das liegt auch daran, dass ich das ein bisschen so als Sprungbrett genommen habe, um von zu Hause rauszukommen. Mhm. Also die Liebe war auch erloschen zwischen dir und deinem Freund. Zumindest ja, was deine Empfindung anbelangt. Ja, ich wollte es eigentlich nicht wahrhaben. Aber es ist schon ein bisschen so, doch, kann man schon sagen. Also definitiv ging es von dir aus, du wolltest nicht mehr. Ja, aber er hat es auch eingesehen. Ja. Also es war schon ziemlich heftig. Aber das Ding ist, er war halt so meine Familie. Mhm. Ihr seid vor 3 Monaten, sagst du, auseinandergegangen. Ja. Ging das so war das so schleppend, dass sich das immer weiter auseinandergelebt hatte schon die letzte Zeit? Oder ja, seit 1,5 Jahren eigentlich. Schon seit 1,5 Jahren. Mhm. Ja. Also waren auch keine Pläne, was ihr zusammen noch vorhattet, was man ja immer so macht, wenn man mit jemandem zusammen ist. Doch, wir hatten schon Pläne. Also wir wollten jetzt in eine größere Wohnung ziehen und wir wollten auch heiraten nächstes Jahr eventuell. Mhm. Mhm. Gut, und das ist alles geplatzt. Das ist alles geplatzt, aber ich hatte auch Angst davor gehabt. Ja. Bist du denn jetzt so zumindest mit dir, was diese Thematik anbelangt, im Reinen, dass du sagst, ja, dieser Schritt war schon richtig und vielleicht auch sogar überfällig? Ja, schon. Da bin ich schon mir sicher und da bin ich auch irgendwie glücklich, aber mir fehlt das so. Ich hab irgendwie jetzt gar keinen mehr. Wo lebst du? Lebst du allein in einer Wohnung im Moment? Ja, ich hab das Einzige, was ich mir leisten konnte, ein WG-Zimmer in einer Zweier-WG. Ja. Mit einem älteren Mann, der benutzt das als Geschäftswohnung, ist auch kaum da. Ja. Und ja, das Einzige, was ich mir halt leisten kann, weil ich bekomme halt nur Schüler-BAföG und Kindergeld. Ja. Und hast du so keinen Freundeskreis um dich herum? Das fängt jetzt langsam an. Mhm. Ich hab einen guten Freund, mit dem bin ich auch jetzt auch wirklich nur, die Freundschaft konnte sich echt nur aufbauen, weil jetzt mein Ex weg ist, weil der auch der kannte ihn gar nicht und hat ihm gar nicht gesagt, ich kann ihn nicht leiden und hat eine Szene gemacht, hat mich fertig gemacht. Fremde Leute haben gesagt, was soll das denn? Und es ging nicht. Aber er sagt, mein Kumpel sagt zu mir, ich könnte nicht alleine sein. Ich bin zurzeit in einer Phase, wo ich viel Party mache. Ich gehe fast jeden Tag trinken. Du oder der Freund? Ich. Du. Ja. Du gehst jeden Tag trinken. Ja. Was heißt das? Trinkst du viel jeden Tag? Ja, schon. Ich bin schon Hacke, kann man sagen. Im Moment auch? Nee. Also im Moment, das ist im Moment... Weil ich krank bin. Das ist im Moment so eine Lebenskrise, ne? So eine rundrum Lebenskrise. Freund ist weg, lange Beziehung ist zusammengebrochen, Schule ist bald beendet. Das heißt, da weiß man auch nicht, wie es weitergeht. Und irgendwie so die alten Kontakte sind weggebrochen. Du sagst, die Familie von ihm, in die du integriert warst, oder wie kann ich es verstehen? Das ist so. Also ja gut, sein Freundeskreis war halt auch mein Freundeskreis, war der einzige, den er akzeptiert hat. Mhm. Und mit meiner Familie habe ich mich ja damals sozusagen losgelöst. Mhm. Das war auch ganz heftig. Meine Eltern sind getrennt und ich habe einen ziemlich gewalttätigen Stiefvater. Ja. Und ich habe mit meinem Freund damals kennengelernt. Ich meine, da waren wir vielleicht 16, so gerade mitten in der Pubertät. Mhm. Sehr rebellig und da kam mir das eigentlich ganz recht, ein älterer Freund mit einer Wohnung. Der Freund hat dich aber nie geschlagen? Nee. Nee. Ja gut, wir haben uns einmal, haben wir uns mal geprügelt nicht, aber wir haben uns mal gegenseitig ein paar Ohrfeigen gegeben. Ja. Also das ist nur einmal vorgekommen. Ja. Und du warst aber, das habe ich jetzt doch nicht richtig verstanden, auch doch angebunden an seine Familie auch. Ja, er hat jetzt nur eine Mutter gehabt, aber die war auch sehr heftig in unsere Beziehung, hat die sich sehr oft eingemischt. Also ist das sogar gar nicht schlecht, dass dieser Kontakt weg ist. Bin ich auch nicht, aber ich habe jetzt niemanden. Ich bin jetzt irgendwie. So, Marina, jetzt müssen wir mal ein bisschen die ganze Sache objektiv beleuchten. Ich kann verstehen, dass du, vor allen Dingen, wenn man in dem Alter
eine vierjährige Beziehung schon hatte, ist das eine verdammt lange Zeit. Wenn die wegbricht, steht man erstmal vor so einem schwarzen Loch. Das ist mir völlig klar. Ja. Dann ist mir auch klar, dass man will zwar immer, man freut sich darauf, dass die Schule beendet ist, aber irgendwie hat man noch ein bisschen Angst, was kommt denn danach? Ja, ich habe, ja. Aber wir wollen das Ganze mal von der guten Seite sehen. Die gute Seite ist, dass du dich aus einer Beziehung gelöst hast, die dir letztendlich zum Schluss nicht mehr gefallen hat. Das ist ein guter Schritt. Und der Schritt ins weitere Leben ist immer ein bisschen schwierig, die erste Zeit. Du wirst einen Schulabschluss haben, von dem viele Leute nur träumen. Das heißt, du bist berechtigt zu studieren, irgendwo sogar. So. Nee, es ist nur die Fachoberschulreife. Das ist nicht. Ach so, die Fachoberschulreife. Ach ja. Das ist nicht. Ich müsste noch Abitur machen. Ich verstehe. Na gut, ja. Aber immerhin hast du die Fach. Ich hatte gar die Fachhochschulreife. Ja. Immerhin hast du die Fachoberschulreife. Das ist ja auch schon mal was. So. Ja, aber jetzt musst du einfach mal sagen, okay, die Zeiten sind im Moment ein bisschen hart, aber da komme ich schon durch. Das werde ich schon schaffen. Ein Durchhänger hat jeder mal. Aber es sind keine Katastrophen passiert in deinem Leben. Eine Katastrophe ist das nicht. Aber ich muss das immer irgendwie schaffen. Ich hab's langsam satt. Ja, aber das müssen andere auch. Das müssen andere auch. Und das müssen andere noch unter Umständen vielleicht noch mit noch schwierigeren Bedingungen. Ich verstehe, wie gesagt, dass man da so ein bisschen durchhängt und vielleicht auch ein bisschen traurig ist und heult. Aber mit Jammern kommt man da nicht weiter. Nee, ich weiß, ich bin auch gar kein Jammertyp. Ja. Nee, das kommt jetzt vielleicht so rüber. Nee, ich sag's nur so grundsätzlich. Man kann ja auch mal heulen, wenn einem dazu zumute ist. Und man kann auch mal jammern, wenn einem zumute ist. Dann tut das auch ganz gut. Aber dann muss es auch reichen. Und dann muss man sich Ziele stecken. Dann muss man sagen, so das und das will ich jetzt machen. Ich versuche mir einen neuen Freundeskreis aufzubauen. Das dauert, das geht nicht innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Ja. Ich überlege mir, was mache ich jetzt, wenn ich meinen Schulabschluss habe? Versuche ich noch weiter auf die Schule zu gehen? Suche ich mir eine Lehre? Einfach setze dir kleine Ziele. Und jedes Ziel, was du erreichst, wird dich mehr stabilisieren und wird dich froh machen, weil es ein Erfolgserlebnis für dich ist. Ich weiß das auch, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe, was zum Beispiel das Berufliche angeht, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, überhaupt nicht. Mhm. Es gibt keine Ausbildung, die mich interessiert. Mhm. Und dann mach Schule weiter. Schule, ich weiß nicht. Ich habe jetzt wenn, dann könnte ich es nur nächstes Jahr machen wieder, weil die Bewerbungen sind jetzt vorbei. Mhm. Ich habe mich an einer Gestaltungsschule hier in Köln beworben. Mhm. Es hat aber auch nicht so geklappt. Ich finde es auch völlig legitim. Mit 19 muss man auch nicht unbedingt immer wissen, wohin die Reise gehen soll. Wenn du jetzt sagst, das ist mir alles zu viel im Moment, ich kann mich jetzt auch noch nicht weichenstellend entscheiden. Ich entscheide für mich jetzt, ich werde ein Jahr rumjobben. Und in diesem Jahr werde ich einfach darüber nachdenken und mal überlegen, was ich nächstes Jahr mache. Aber das ist auch eine Entscheidung, die muss man dann so fällen. Kann man das machen? Ja, finde ich schon. Finde ich völlig in Ordnung. Du darfst dich nur nicht das ein Jahr hängen lassen. Such dir ein paar irgendwelche Jobstellen, die wirst du schon finden in Köln, in der großen Stadt. Und dann mit dem Ziel, nächstes Jahr triffst du eine Entscheidung. Du musst es einfach nur irgendwie in eine Struktur bringen. Ein Jahr abzuhängen, im Sinne von mal jobben und sich zu überlegen, finde ich völlig in Ordnung. Man muss nicht immer so volle Kanne durchziehen von Grundschule bis weiß ich wohin. Ja, habe ich ja auch nicht gemacht. Ich meine, ich mache jetzt auch meinen Abschluss auf dem zweiten Bildungsweg. Ja, also Respekt. Das ist auch schon ein schwieriger Weg, das auf dem zweiten Bildungsweg zu schaffen. Dann hast du was Tolles geleistet. Da kannst du auch erstmal stolz drauf sein, finde ich. Dankeschön. So, und dann musst du die nächsten Ziele dir stecken. Und wenn du mal ein bisschen durchhängst und auch mal einen Rückschritt machst, ist auch keine Katastrophe. Wirklich nicht, Marina. Ja. Aber du bist ziemlich neben der Kappe, ne, im Moment. Ich bin zurzeit richtig neben der Kappe. Ich habe dir erstmal so die grundsätzlich, so wie ich das so grundsätzlich sehe, gesagt, so ein paar vielleicht detailliertere psychologische Tricks kann dir meine Psychologin noch sagen. Bist du einverstanden damit, dass wir so lösen? Ja. Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Ja. Und ich bin ganz guter Dinge, dass du wieder Tritt fassen wirst und dass du schaffst. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe und alles Gute dafür. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Okay, tschüss, danke. So, ihr Lieben, mit wem geht's denn jetzt weiter? Jetzt geht's weiter mit dem, ich habe heute irgendwie einen Frosch gemacht, mit dem Klaus. Klaus ist 41, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen, Klaus. Um was geht's bei dir? Es geht um Folgendes. Du hattest ja letzte Woche das Thema mit den Sklaven. Ja.
Und da habe ich dich einen Tag später oder zwei Tage später gesehen. Also ich gucke dich ja nicht regelmäßig, wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde deine Sendung auch sehr gut. Ja. Und habe das mit der Kollegin gesehen, wo die das mit dem Keuschheitsgürtel beim Mann hatte. Ja. Ja. Kannst du, glaube ich, noch daran erinnern, aber, ne? Aber hallo, kann ich mich erinnern? Ja, und da habe ich mir gesagt, da muss ich unbedingt bei dir anrufen, weil ich habe das gleiche bei der Frau. Weil? Also ich habe den Keuschheitsgürtel bei der Frau, weil ich habe das vorher beim Mann noch nie gehört. Nee, wie, du hast einen Keuschheitsgürtel bei der Frau, bei einer Frau? Also ich habe eine Sklavin auch. Ach, du hast eine Sklavin? Genau. Mein Gott, was haben wir denn da hier für ein Thema aufgerissen? Das ist ja unfassbar. Ja, wir kriegen auch so viele Mails. Wir kriegen auch unglaublich viele Mails zu diesem Thema, als würde jeder Zweite um die Ecke irgendwie einen Sklave haben. So schlimm kann es ja nicht sein, aber offensichtlich scheint es auch sehr, sehr weit zu verbreitet zu sein. Du hast eine Sklavin. Ganz genau. Und diese Sklavin hat einen Keuschheitsgürtel. Ja, genau. Den gab es ja schon in früheren Jahrhunderten. Da hast du recht. Das habe ich schon gelesen. Ja. Und zu diesem Keuschheitsgürtel hast wahrscheinlich nur du, der Herr, den Schlüssel. Ganz genau. Ist das wirklich noch so? Beschreib den Gürtel mal, wie der aussieht. Ja, der ist so metallisch, aus Metall. Und dann oben mit so einer Binde rum und oben um eine Taille gezogen. Ich kann dich akustisch nicht gut verstehen. Deswegen, also aus Metall ist er und ja. Ist der Zugang zu diesem, ist das ein richtiges kleines Schloss, so klassisch? Kleines Schloss. Muss man sich vorstellen, wie in so einem Koffer, in so einem Rollkoffer. Ja, haben, ja. Diese kleinen Schlösser, die da dran sind, weißt du? Verstehe. Ja. Deine Sklavin kann aber ganz normal zur Toilette gehen. Ja, die kann ganz normal zur Toilette gehen, aber der Clou an der Sache ist, ich habe ihr einen Schlüssel gegeben, ja? Für einen Notfall mal. Nicht, dass das so ist wie bei ihr letzte Woche, bei der Frau, wo der Sklave, glaube ich, ins Gefängnis musste. Der Sklave musste ins Gefängnis, der Arme. Und wahrscheinlich haben die Gefängniswächter ihm das aufgeschweißt oder wie auch immer. Genau, da habe ich mich doch so drüber kaputt gelacht. Deswegen. Ja. Also, aber man kann oder Frau kann mit diesem Keuschheitsgürtel zur Not auch Pipi machen. Oder? Das kann sie machen. Was aber der Clou in der Sache ist, ich überwache das noch mit Webcam. Ah, das heißt also, in deiner Toilette ist auch noch eine Cam? Nee, also ich habe noch eine Lebensgefährtin, also die Sklavin habe ich nebenbei, die wissen beide nichts voneinander. Aha. Und in ihrer Wohnung habe ich das, eine Webcam installiert. Dann kann ich das über den Computer überprüfen. Es wird ja immer doller. Du hast eine Lebensgefährtin und du hast eine Sklavin und die Lebensgefährtin weiß nichts von der Sklavin und die Sklavin nichts von der Lebensgefährtin. So ist es. Das war auch nicht der ordentliche und korrekte Weg. Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Wie lange hast du denn die Sklavin schon? Die Sklavin habe ich 1,5 Jahre. Ja. Und wie sieht dieser Kontakt zur Sklavin aus? Wie oft siehst du die? Bist du ihr einziger Hauptkontakt so zum Leben? Ja, also ich bin ihr hauptsächlicher Kontakt. Also nicht zum Leben jetzt so generell. Also sie geht ja auch arbeiten und solche Geschichten. Ja, was arbeitet also, sie? Was arbeitet sie? Krankenschwester. Und sie geht mit dem Keuschheitsgürtel zur Arbeit? Ja. Ja. Ja, macht sie. Ja, ich habe verstanden. Und wie oft siehst du sie? Ja, wie gesagt, weil ich ja noch eine Lebensgefährtin habe, ich plane das immer ab. Also mal sehen wir uns häufiger in der Woche, dann einmal in 2 Wochen nur. Ist immer unterschiedlich. Was passiert denn dann, wenn du in ihre Wohnung kommst? Was macht ihr dann? Ja, Sex. Also Sex schon? Sex schon. Ja, weil die Geschichten, die ich vorige Woche gehört habe, da ging es eigentlich nicht in erster Linie um Sex. Ja. Aber euch schon. Bei uns geht es hauptsächlich um Sex. Ja, also die Frau ist dir dann zu Diensten. Genau. Eben entsprechend ihrer Rolle, das müssen wir immer wieder sagen. Es gab auch ein paar Missverständnisse vorige Woche hier in der Sendung, da haben einige Leute vielleicht nicht alles mitbekommen. Das ist alles auf der Basis der Freiwilligkeit. Ne? Da wird niemand zu etwas gezwungen. Jeder kann sofort wieder gehen, wenn er das nicht möchte, auch der Sklave. Genau. Mhm. Und ich kann dir auch mal erzählen, wie ich da drauf gekommen bin. Bitte. Also ein guter Freund von mir hat mir davon erzählt, also vor 1,5 Jahren, ja. Dass es sowas überhaupt gibt. Also vorher kann ich darüber noch gar nicht. Ja, ja. Und da habe ich einfach meiner Zeitung inseriert, ja. Eine Annonce aufgegeben. Suche Sklavin. Genau. Und? Also so eine kleinere Zeitung, so regional, wo ich hier in meinem Ort wohne. eine ganz seriöse Zeitung. Nee, seriös nicht. Was heißt seriös? Aber das ist so eine Zeitung für Kleinanzeigen für meinen Ort jetzt. Achso, verstehe. Münster, ja. Wenn ich das sagen darf. Ja. Ist auch egal, kennen wir eh nicht. Ja. Ja. Auf jeden Fall haben sich da mehrere drauf von gemeldet. Und ich habe ein paar ausprobiert. Also die anderen waren nicht so also eng, wie das mit ihr jetzt ist. Ja. Und da sind wir irgendwie aufeinander hängen geblieben. Ja. Wieso auch noch eine Kamera in ihrer Toilette?
Ja, weil ich gerne die Macht haben möchte, das auch zu überprüfen, ob sie das einhält oder nicht. Ja, also mit dem Keuschheitsgürtel. Ob sie das auch wirklich einhält. Ganz genau. Der Keuschheitsgürtel soll bewirken, dass sie sich selbst nicht befriedigt, weil die Öffnung zu klein ist, das geht nicht. Ne? So ja. Vermute ich das mal. Und natürlich, dass sie auch keinen Sex mit einem anderen Mann hat. Wo kauft man einen Keuschheitsgürtel? Also ich habe den bei eBay bestellt, so. Wenn ich ehrlich bin. Ach du lieber Gott, wo sind wir? In was für Zeiten leben wir? Es gibt Keuschheitsgürtel bei eBay. So, jetzt aber erstmal Schluss mit lustig. Jetzt reden wir mal über deine Frau. Da hört für mich erst die Lustigkeit auf. Weißt du, wenn du ein Typ wärst, der so eine Sexualität lebt mit Sklavin und die Frau macht das mit, ist mir das wurscht, finde ich das okay. Ja. Aber das ist nicht okay, wenn du eine Frau hast, eine Liebesbeziehung und du belügst und betrügst deine Frau nach Strich und Faden. Ja, da hast du irgendwo recht, aber andersrum gesehen, das ist eine sehr schwierige Beziehung und wir können irgendwie nicht miteinander und nicht ohneinander. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? 3 Jahre und 3 Monate. Hm. Liebe? Große Liebe? Ja, irgendwo ja. Irgendwo ja, aber irgendwo auch nicht. Hassliebe. Hm. Und was wäre denn, wenn sie das erfahren würde, dass du eine Sklavin hast? Ja, würde sie sich sofort von mir trennen. Das wäre konsequent. Ja. Und wenn du nicht feige wärst, dann würdest du es auch sagen. Dann würdest du sagen, pass auf, ich kann nur so leben. Ich brauche das auch noch nebenher. Ja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ja. 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 Also bist du ein Betrüger. Ja, hast du recht irgendwo. Ja, und das ist nicht in Ordnung. Ja. Weißt du, es gibt ja Beziehungen, selten, aber es gibt es, wo der Partner das sogar toleriert, dass der andere Partner so einen SM-Tick hat. Ja, aber sie ist so eine Frau, die ist total eifersüchtig und die wird das nie tolerieren. Ja, dann finde ich immer, wenn in so einem Fall wie bei dir, dann finde ich, dass du konsequent handeln musst. Und konsequent handeln wäre, dass du ein Solo-Typ bist. Dass du Solo bist. Und dann kannst du deine ganzen Schweinereien da machen. Aber ja, so willst du dich von allen Seiten bedienen lassen. Du wirst dich von deiner Sklavin bedienen lassen und wirst dich von deiner ahnungslosen Frau eben in der Form einer Beziehung auch bedienen lassen. Ja, aber dann läuft das Sexuell nicht so gut. Mit wem? Mit der Lebensgefährtin. Ja, dann geh doch weg von ihr. Dann trenn dich doch von ihr. Ja, schaffe ich irgendwo nicht. Ja, dann wünsche ich nur, dass sie vielleicht dieses Gespräch mitgehört hat. Ja. Oder dass ein Bekannter von ihr das gehört hat. Ja. Ja, Klaus, ich habe dir meine Meinung gesagt. Und du ja, hast mir finde ich auch gut, dass du die offen und ehrlich so sagst. Ja, und du hast mir erzählt, dass man Keuschheitsgürtel bei eBay kaufen kann. Ja. Da wissen wir jetzt auch mehr. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ja, darf ich noch ganz kurz jemanden grüßen? Eigentlich sehr ungerne, weil das ja keine Grußsendung ist. Das mache ich immer nur bei ganz besonderen Fällen, sage ich okay. Ja, dann würde ich gerne den Michael aus Klein Muffi grüßen. So was war jetzt nicht gemeint, aber nun ist es gesagt. Ja. Lieber Klaus, alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Und ich finde die 1A. Dankeschön. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, Freunde, jetzt kommt der Hinweis auf morgen. Morgen haben wir eine Themennacht und morgen heißt unser Thema »Ich muss es tun«, um endlich Frieden zu finden. Also, das kann sein, vielleicht eine schlimme Tat rächen oder eine Lebensbeichte ablegen oder jemandem endlich verzeihen oder vielleicht eine gute Tat tun, vielleicht als Dank für irgendetwas. Da gibt es sicher eine ganze Menge Beispiele. Also, ich muss es tun, um endlich Frieden zu finden. Das hat ja vielleicht jeder von uns schon mal erlebt. Ja, wahrscheinlich jeder. Dass man irgendwas so vor sich herschiebt und man sagt zu sich oder man denkt so zu sich, ich muss das jetzt tun, ich muss das machen, sonst komme ich irgendwie nicht zur Ruhe. Das kann eher ein Lappalie sein, was Kleines, das kann aber auch wirklich eine große Sache sein. Also wenn es jetzt um das Rächen einer Tat zum Beispiel geht oder um eine Lebensbeichte ablegen, so wie ich es gerade schon gesagt habe. Das ist unser Thema morgen. Ich muss es tun, um endlich Ruhe zu finden. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, was ihr da so in eurem Herzen und eurem Gehirn herumtragt, wir können ja vielleicht gemeinsam darüber beraten, wie und wann ihr es tun solltet oder ob ihr es überhaupt tun solltet, dann meldet euch morgen eine Stunde vor der Sendung, während der Sendung oder meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Hier ist Birgit. Birgit ist 45 Jahre alt. Schön, dass du da bist, Birgit. Hallo. Ja, grüß dich. Hallo. Schön, dass ich mit dir sprechen kann. Ja. Um was geht's bei dir, Birgit? Ja, es geht bei mir um meine Kinder. Ich hatte heute eine Arbeit. Ich arbeite abends in einem Hotel. Dann hatte ich heute Abend einen Anruf
von der Mutter einer Schulfreundin von meiner Tochter, die meine Tochter hier abgeholt hat, weil mein Sohn meine Tochter nicht nur vermöbelt hat, sondern ihr auch mit dem Messer in die Kehle gegangen ist. Ach du lieber Gott, wie alt sind denn die Kinder? Ja, mein Sohn ist gestern 16 geworden. Ja. Und meine Tochter ist 14,5, fast 15. Und der Sohn ist deiner Tochter mit einem Messer an die Kehle gegangen? Ja. Wann? Heute? Heute Abend. Heute Abend? Ja, da bin ich an der Arbeit angerufen worden. Ich konnte erstmal nichts machen. Und meine Tochter ist jetzt, die übernachtet jetzt bei ihrer Schulfreundin. Ja, genau. Und mein Sohn war dann allein zu Hause. Was heißt denn, er ist ihr mit dem Messer an die Kehle gegangen? Ja, ich war jetzt dabei und ich habe mit meinem Sohn auch jetzt noch nicht sprechen können. Ich bin um 11:45 nach Hause gekommen. Und der schlief natürlich und ich habe gefragt und er hat nur so rumgemurmelt. Also ein Gespräch ist jetzt nicht möglich. Ich kann nur sagen, was ich jetzt aus dem Telefongespräch weiß von meiner Tochter und der Mutter eben der Freundin, die hier abgeholt hat. Hm. Die haben sich gestritten um Computer. Hm. Meine Tochter saß dran und er wollte dann sofort. Hm. Und dann hat er sie vermöbelt und auf den Boden geschmissen und dann hat er ihr wohl ein Messer an die Kehle gehalten und laut meiner Tochter hat er sie auch gepikst, dass sie etwas geblutet hätte. Und da waren noch zwei Freunde meines Sohnes anwesend, die haben dann eigentlich meiner Tochter geholfen und meinen Sohn da von ihr weggezogen und festgehalten, weil er wirklich so außer Rand und Band war. Und dann ist sie auf ihr Zimmer, hat sich eingeschlossen, hat gedacht, jetzt wäre es eigentlich vorbei. Ja. Dann ist er aber hoch und hat dann die abgeschlossene Zimmertüre eingetreten, sodass der ganze Rahmen raus ist. Ach du lieber Himmel, wie gewalttätig. Ja, ja, dann sind die Freunde wieder dazwischen, haben meinen Sohn eigentlich immer nur festgehalten, der wohl gerast hat, geschrien hat und haben meiner Tochter gesagt, sie soll das Haus verlassen. Dann ist sie aus dem Haus und hat dann ihre Freundin angerufen und dann kam eine Freundin und ein Freund und dann haben sie vorne auf dem Bürgersteig wohl gesessen und dann hat die Freundin gesagt, ich rufe jetzt meine Mutter an. Und und die hat dich dann wieder informiert, die Frau. Genau, die dann ist diese Mutter gekommen, die wohnt so 4-5 Kilometer weit und dann ist die mit den Kindern hier rein und hat Shellys Schulsachen und Schlafsachen geholt und hat die Shelly mitgenommen. Ist das jetzt ganz neu oder neigt dein Sohn zu... Also mein Sohn, der hat das öfters. Mhm. Das kommt so wie angeflogen, dann rast er eine Viertelstunde und ist, also wenn er seinen Willen nicht kriegt, ne, manchmal akzeptiert das dann und wenn ich dann sage, jetzt warte mal, du bist jetzt nicht dran oder so. Mhm. Also manchmal dann akzeptiert er das sofort und manchmal flippt er dann wirklich aus, ne, so zack, wie so ein Knopfdruck. Mhm. Und aber das, was hier heute passiert, das ist dermaßen heftig. Also das ist ganz heftig. Ich hatte schon immer aufgeregt und belastet auch, aber ich habe immer gedacht, habe ich das hier unter Kontrolle. Bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend, genau, aber ich habe das eben nicht unter Kontrolle, weil ich traue mich jetzt kaum noch arbeiten zu gehen. Ich arbeite natürlich immer abends und die sind immer alleine. Die Sorge hätte ich auch. Ich brauche hier jetzt dringend Hilfe, ne? Vor allen Dingen, wenn die Freundin nicht da gewesen wäre. Dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Ja. Vor allen Dingen, wie schrecklich für deine Tochter auch. Ja. Die muss ja völlig traumatisiert sein. Ja, ja, und er selber, ich... Er pennt jetzt im Moment. Bitte? Er schläft. Er schläft, ja. Ich kann es mir so erklären, der steht dann irgendwie neben sich eine Viertelstunde lang und ist wirklich nicht mehr Herr seiner Sinne. Wann bist du nach Hause gekommen? 11:45. 11:45. Mhm. Und warum hast du den Kerl nicht wach gemacht? Ja, ich habe ihn versucht wach zu machen so, ne, und habe gesagt, hier ist das alles normal, ne, weiß ich nicht, hat er gesagt. Ich sage, wo ist denn deine Schwester? Ja, ich wusste ja, wo die ist, ne. Ja. Und ich sage, weiß das auch nicht? Doch, die ist bei ihrer Freundin. Ich sage, und was ist mit der Tür? Weiß das auch nicht? Ah, dann nur doch, so vor sich hingebrummelt und ich weiß, dass ihm das tierisch leid tut, das ist danach immer. Mhm. Na, er weiß sich dann und dann hast du ihn, und dann hast du ihn wieder schlafen lassen? Dann habe ich ihn wieder schlafen lassen, weil ich selber auch total ratlos bin und hilflos und überhaupt, ich habe gedacht, es hat jetzt gar keinen Sinn, mit ihm zu reden. Ja, aber vielleicht auszuflippen oder wütend zu sein. Ich muss mich ja erstmal selber beruhigen hier. Schon, aber vielleicht ist das auch so ein Verhalten, was er kennt, dass ihm gar nicht großartig was Schlimmes passiert. Doch, das weiß er schon. Ja, eigentlich hätte der so zur Sau gemacht werden müssen jetzt. Ja. Nichts schlafen und nicht richtig antworten, dass aber die Fetzen fliegen zu Hause. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich fühlst du dich jetzt auch überfordert, ne? Weil du Angst hast, dass der völlig ausrastet. Dass er völlig ausrastet, ist ein Reihenhaus, ne? Dass aber hier nachts um 1 Uhr die ganze Nachbarschaft wachschreit. Ne? Wie lange bist du schon alleinerziehend? Also eigentlich von dem Vater der Kinder bin ich weg, seitdem die Kinder fünf, sechs Jahre. Wie alt war der Junge, als du merktest, zum ersten Mal, der tanzt dir ein bisschen auf der Nase rum? Also 10. 10, ja. Also zwischendurch gab es dann nochmal einen Stiefvater, also da war ich nicht echt alleinerziehend, aber eigentlich doch. Und jetzt sind wir wieder ganz alleine, eigentlich ging es gerade besser.
Wahrscheinlich. Wurde er eigentlich auch ruhiger und verständnisvoller und verantwortungsbewusster. Aber sieh das mal, was heute passiert ist, als absolutes Warnsignal. Das heißt, du schaffst es offensichtlich alleine nicht. Du musst jetzt dir da sehr, sehr kompetente, schnelle Hilfe organisieren. Ja, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, wie man das jetzt ganz schnell kriegt, ne? Helfen wir dir gleich bei. Also ich weiß auch, hier muss jetzt ganz schnell gehandelt werden, ne? Und du bist immer abends berufstätig? Viermal in der Woche abends, ich bin im Hotel. Und da hast du ja gar keine Ruhe, wenn das so weiterliefe. Nee. Und ich bin immer richtig gehend dankbar, jeden Abend, wenn es dann gut geht. Wie schlimm ist für deine Tochter? Ja. Die schläft ja natürlich jetzt auch schon und die sollte man auch in Ruhe lassen. Und die holst du morgen früh dann ab oder wie geht das? Die geht gleich schon da aus der Schule, die Freundin wohnt schräg gegenüber von der Schule. Und die sehe ich morgen Mittag um 2 Uhr, kommt sie nach Hause und dann... Wahrscheinlich braucht das Mädel auch zumindest ein paar Gesprächsrunden auch von einem Therapeuten. Ja. Ich meine, die hat ja wahrscheinlich Todesangst erlitten in dem Moment, wenn der Bruder mit dem Messer am Hals ist und es blutet sogar schon. Und er tritt die Tür ein. Das ist ja so eine brachiale Gewaltaktion. Man versteckt sich im Zimmer und da bricht jemand die Tür ein. Das ist ja... Ich weiß, ich habe auch schon mal Angst gehabt, ne? Vor ihm? Wenn der so ausflippt und wenn der so rumschreit hier und so gegen die Türen ballert. Ja. Also ich krieg dann wirklich auch ein totales Angst- und machtloses Gefühl und gleichzeitig ist es mein Sohn, weißt du? Ich glaube, dass ihm nicht frühzeitig die Grenzen gezeigt wurden, dass der sich das wagt, überhaupt so etwas zu machen gegenüber seiner Mutter und gegenüber seiner Schwester in seinem Zuhause. Also ich weiß, dass es ihm danach tierisch leid tut, er weiß überhaupt nicht, wie er sich dann verhalten soll. Das ist völlig egal. Aber das ist wie Aussetzer, als ob da in dem Moment was aussetzt. Ne? Ist er denn schon kräftig und groß gewachsen? Ja, der ist größer als ich, ja. Ja. So, was da jetzt sehr schnell und effektiv getan werden muss und kann, das wird dir jetzt meine Psychologin, Sabine, sagen, Birgit. Okay. Ja, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, gut. Alles Danke Gute dir. Von Herzen. Ja, tschüss. Jetzt geht's weiter mit der Jasmin. Jasmin ist 23. Hallo Jasmin. Ja, guten Morgen. Guten Morgen Jasmin. Um was geht's? Ja. Also worum geht's? Also mir hat heute eine fremde Person gesagt, dass ich ein Engel bin. Mann, wahrscheinlich ein Mann. Ja, ein Mann. Der Mann ist scharf auf dich. Nein. Es ist so, dass, also ich muss von vorne anfangen. Ich habe vor ungefähr 2 Wochen, habe ich also versucht, mich umzubringen. Ich bin vom Balkon hier, von der 2. Etage gesprungen. Und mir ist also nichts passiert. Ich habe noch nicht mal einen blauen Fleck erlebt. Gar nichts. Warum wolltest du dich umbringen? Warum wollte ich mich umbringen? Es hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aber es ist so, vor 3 Jahren hat sich also meine Schwester, sag ich mal, aus dem Leben geschlichen, einfach so. Es gibt bis heute keine Antworten, warum, wieso, weshalb. Also sie hat sich das Leben genommen? Ja, genau. Mhm. Sie hat sich das Leben genommen. Es gab nie eine Antwort, es gab keinen Brief, nichts. Und ich war damals so wütend oder bin es teilweise immer noch und wollte einfach... Ja, ich wollte oben im Himmel landen und ihr mal rechts und links eine scheuern und sie fragen, warum sie das gemacht hat. Ja, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ja, es spielten auch noch viele andere Dinge eine Rolle. Aber ich wollte mal sagen, wahrscheinlich kommen da auch noch andere Probleme dazu. Ja. Sonst so alleine macht man das nicht. Nee. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Ja, hast du noch Eltern, Familie? Geschwister oder? Ja, Eltern. Ach so, Eltern, ja, die sind aber schon lange geschieden, seit ich 2 Jahre alt bin. Und keinen engen Kontakt dazu? Nicht mehr, nein. Und sonstige Geschwister noch? Halbgeschwister noch eine, aber die habe ich auch schon 13 Jahre nicht gesehen. Also die familiäre Einbindung ist nicht so besonders doll. So und, null. Und diese Schwester, die sich das Leben genommen hat, hattest du eine enge Verbindung? Ja, wir waren ein Herz und eine Seele. Also umso schlimmer für dich, dass sie das gemacht hat. Ja. Und vor allen Dingen, dass sie es dir angetan hat. Ja, genau. Wir haben über alles gesprochen. Ich war immer für sie da. Ich habe Sachen für sie getan. Wie alt war sie? 16. 16. Die ich also hätte nicht tun sollen. Ja. Zum Beispiel? Was Kriminelles? Ich habe ihr zum Beispiel Drogen besorgt. Sie hat also Drogen genommen irgendwann, von Freunden bekommen und ist dadurch straffällig geworden. Ja. Und ich habe irgendwann gesagt, ich möchte nicht, dass ich dich irgendwann im Knast besuche. Ich werde das für dich erledigen. Solche Sachen zum Beispiel. Hat sie sich denn vielleicht im Drogenrausch umgebracht? Also laut der Obduktion, die stattgefunden hat, nicht. Also sie muss ganz klar gewesen sein. Also welche Drogen hat sie denn genommen?
sie hat geraucht, also Gras, ja. Hasch, so die ganze Palette, hat Pillen eingeworfen. Ja. Und da machst du dir auch Vorwürfe, dass du sie da reingezogen hast? Nein. Aber du hast ihr die Drogen besorgt. Ich habe ihr die Drogen besorgt, ja, weil ich einfach, ich wusste nicht mehr, was passiert, wenn sie halt, wenn sie das weitermacht. Ja. Aber da warst du ja auch noch relativ jung und wahrscheinlich auch mit der Situation überfordert. Ich war total überfordert. Ich war halt, ich habe den Mutterersatz gespielt für sie. Und das war einfach, ja, ich war volljährig, ich konnte sie bei der Polizei abholen. Meiner Mutter war es egal, was sie gemacht hat und ja. So, das sind so die traurigen Aspekte der Vergangenheit, sagen wir mal so. Genau. Und heute hat ein Mann zu dir gesagt, du seist ein Engel. Ein Engel, genau. Wer war das und wo hat er das gesagt? Ja, es ist also so, wo ich gesagt habe, ich wollte halt springen und ich war, ein guter Freund von mir wohnt also etwas weiter weg von mir zu Hause, ungefähr 300 Kilometer. Und er hat also gesagt, nachdem er wusste, dass ich gesprungen bin, hat er gesagt, du kommst, du packst jetzt deine Tasche, setz dich in den Zug und kommst zu mir und machst jetzt mal ein paar Tage Urlaub hier, einfach um abzuschalten von allem. Und ich bin auch dahin und bin dann die Woche da gewesen. Ich bin auch vorhin erst zurückgekommen und ich war schwimmen alleine und ich bin beinahe ertrunken in dem Schwimmbad. Also ich bin ohnmächtig geworden. Es weiß heute? Am Mittwoch. Am Mittwoch. Ja, und es weiß kein Mensch warum. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen, bin da wach geworden. Und die Ärztin meinte so nur, danken Sie Gott dafür, dass Sie noch leben. Sie sind einfach ohnmächtig geworden und wenn der Bademeister nicht direkt reagiert hätten, wären Sie jetzt tot gewesen. Hast aber schon viel erlebt in der letzten Zeit. So, wer war denn jetzt der Mann, der dich ein Engel genannt hat? Ja, ich bin also zurückgefahren heute und ich saß am Bahnhof, hatte noch eine Stunde Zeit zum Umsteigen und er saß da und hat in der Gegend rumgeschaut und man kam so ins Gespräch, wie das halt nun mal ist, wenn man Zeit hat am Bahnhof. Und irgendwie fing er dann irgendwann zu erzählen, ja, dass das alles scheiße ist, das Leben, und dass er jetzt am liebsten vor die Bahn springen würde oder irgendwie vor sich vor einem Haus stürzen würde oder irgendwas machen will. Er weiß nicht mehr, was er tun soll. Er hat seine Arbeit verloren, Stress mit seiner Familie. Ja, und ich habe ihm einfach zugehört. Und dann habe ich ihm gesagt, ich muss ihm was erzählen. Ich weiß bis heute keinen Vornamen von ihm, gar nicht. Und dann hast du deine Geschichte erzählt. Ich habe ihm das erzählt, was die letzten, sagen wir, 2 Wochen passiert ist. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, darf ich Sie in den Arm nehmen? Und da habe ich gesagt, machen Sie, wenn es Ihnen gut tut. Ja, und er hat mich in den Arm genommen, fing an zu weinen und meinte so, was Sie mir gerade gesagt haben, Sie haben 2-mal einen verdammten Schutzengel gehabt. Und sie haben einfach mit ihrer Aussage, die sie mir gerade gesagt haben, die Augen wieder geöffnet, dass alles gar nicht so schlimm sein kann. Dass man nur durch vielleicht ein Gespräch mit meiner Frau oder mit meiner Arbeitsstelle vieles regeln kann. So, Jasmin, halt mal inne. Das war ein gewichtiger Satz, den der Mann gesagt hat. Aber wirklich. Ja. Das finde ich, ja wirklich, der hat es so auf den Punkt gebracht. Ich habe das gerade so auch gedacht, während du das erzählt hast, dass du 2-mal quasi hat dich das Schicksal oder wer auch immer, hat dich gerettet, hat dich komplett geschützt. Ja. Du hättest bei dem Sprung zumindest verletzt sein können. Ich habe gar nichts. Und du hättest bei dem Badeunfall auch mindestens eine Verletzung davon tragen können, wenn nicht noch Schlimmeres. Ich habe gar nichts. Und du hast gar nichts. Ich habe gar noch nicht so, mal, und, die haben Wasser und dann, in der Lunge, gar nichts. Und dann triffst du auch noch auf einen Menschen, der dir so etwas zurück sagt und zurückgibt. Wie toll. Ja, er sagt, wie er toll. Hat seit langer Zeit mal wieder geweint. So, da hast du, weißt du, was du vielleicht bewirkt hast? Vielleicht hast du dem Mann das Leben gerettet. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht durch deine Sätze, durch das, was du gesagt hast. Und habt ihr euch dann getrennt und nun... Ja, er ist aufgestanden und hat gesagt, ich werde jetzt nach Hause gehen und ich werde mit meiner Frau sprechen und werde auch weitere Dinge machen und er dankt mir einfach und er denkt, er sieht in mir einen Engel und ist gegangen. So, und jetzt sieh doch mal diese Erlebnisse, diese 3 wahnsinnigen Erlebnisse. 2-mal ist nichts passiert und dann hat ja ein Mensch heute so etwas gesagt und du hast den vielleicht gerettet. Sieh das doch mal als ganz großen Impuls und Motivation für dein Leben, wenn auch alles für dich sehr schwierig und traurig ist oder traurig war. Du sollst nicht sterben. Du hast hier verdammt noch was, mal noch was zu erledigen und zu tun. Und du bist eine gute Seele und offensichtlich will die Welt dich noch behalten. Und die Welt braucht dich. Ja, ich habe ja immer mal gesagt, ich möchte gern 100 werden, um einmal in der Zeitung zu stehen. Ja. Ja, das sagt Siehste, man. Jetzt mit 23 kannst du schon im WDR hier sprechen. Das ist schon mal ein Anfang. Ja,
Nein, aber es ist einfach, und es hat mir vor allem das erste Mal in meinem Leben jemand Danke gesagt. Super. Es war einfach so in meinem Ganzen, es ist viel schief gelaufen, es wurden viele Vorwürfe bei uns zu Hause gemacht. Es gab nie ein Danke, es wurde alles immer nur verlangt und getan, also es wurde wie ein Roboter gelebt. Was für ein schönes Erlebnis. Ja, es ist. Sehn dich zurück und genieße das. Du hast es wirklich verdient. Ich bin total überdreht, hundemüde von dieser 8-stündigen Fahrt, aber ich kann einfach nicht schlafen, weil mir das so durch den Kopf geht. Aber Kompliment und Glückwunsch, einfach Glückwunsch. Glückwunsch für alles, was passiert ist. Danke. Ja, wirklich. Und das hilft dir, über die traurigen Zeiten der Vergangenheit hinwegzukommen. Bin ich ganz sicher. Und das soll dir jetzt einen richtigen Schub geben, zu sagen, und jetzt lege ich richtig los. Und ich werde nie wieder daran denken, jetzt mir das Leben zu nehmen. Nein, das würde ich sowieso nicht. Ja. Es ist jetzt zweimal gut geworden. Liebe Jasmin, das war toll, dass du angerufen hast. Ja, das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ich möchte einfach den anderen Leuten sagen, die da draußen irgendwo zuhören, es geht immer weiter. Mhm. Es ist egal, egal wie scheiße alles läuft oder was passiert ist, es geht immer weiter. Und wenn sie sich nur am Bahnhof setzen, mit fremden Leuten sprechen. Genauso wie du es gemacht hast. Ja. Ich wünsche dir, dass es für dich jetzt sehr gut weitergeht. Ich denke, und dass du tolle Sachen machen wirst und dass du noch viel zurückkriegen wirst und dass noch öfters Menschen mal Danke zu dir sagen. Alles Liebe und alles Gute, Jasmin. Ja, danke, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Und hier ist die Babsi. Babsi ist 39. Hallo, Babsi. Ja, hallo, Domian. Hallo. Ist das richtig, Babsi? Babsi ist wahrscheinlich ein schnuckliger Kosename, ne, oder? Mhm. Genau. Du heißt nämlich richtig? Barbara. Aber ich darf auch Babsi sagen. Ja. Okay, um was geht's? Oh, ja. Also, im Mai, also Ende April, habe ich erfahren, durch meine jüngste Tochter, dass sie jahrelang von meinem Ex-Mann missbraucht worden ist. Mhm. Und ich habe 2 Töchter und die andere auch. Wie alt sind die Mädels? Also, die eine ist jetzt 20 geworden und die eine ist 16 geworden. Und das ist jahrelang passiert? Ja. Wie viele Jahre? Ich sag mal, bei der Älteste ist es über 9 Jahre lang gegangen und bei der Kleine, sag ich mal, 7. Und du weißt es jetzt von beiden? Ja. Beide haben gesprochen mittlerweile? Ja. Die Kleine hat zuerst gesprochen? Die Kleine hat zuerst gesprochen, es gab Stress zu Hause, weil wie halt ich, 16-Jährige, 15-Jährige, wenn Mama sagt, um 10 Uhr, kamen sie mehr später und so, ne? Mhm. Gab es ein bisschen Theater und auf einmal brach das aus ihr raus und sie sagte, Mama, ich muss mir dir was erzählen, ich kann es nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, du schimpfst immer und so, aber ich habe meine Probleme. Ich sag, was denn für Probleme? Ja, und dann kam sie halt raus, dass sie immer von meinem Ex-Mann missbraucht worden ist, wenn sie dahin gefahren ist. Wie lange bist du getrennt von dem Mann? Seit 2000. Seit 2000. Das heißt, er hat das gemacht, während ihr noch in der Ehe wart und hinterher, als die Mädels ihn besucht haben? Ja. Du hast nie etwas mitbekommen? Nein. Also ich wollte auch nie Stress quasi, wie das halt so ist, im Streit auseinandergehen. Wir haben uns getrennt im Frieden und so alles, ne? Mhm. Die Kinder durften dahin und wenn ich Hilfe bräuchte, kam er immer. Hast du nicht gemerkt, wenn die Kinder zurückkamen, dass die irgendwie ein bisschen anders waren? Oder? Das war das. Gar nicht. Die haben das so verschlossen von mir, ne? Ich habe nur später erfahren, wie das Ganze im Laufen gekommen ist und so, ne? Dass der quasi dann erzählt das bloß der Mama nicht, sonst komme ich ins Gefängnis oder es kann was Schlimmes passieren. Mhm. Und die haben darauf bezogen, dass mir was Schlimmes passiert. Mhm. Und somit waren sie natürlich verängstigt und eingeschüchtert. So, ne? Hat dein Ex-Mann mit den Kindern Geschlechtsverkehr ausgeübt? Mhm. Hat mit denen geschlafen? Ja. Über so viele Jahre? Ja. So, du hast es voriges Jahr erfahren? Ja, Ende April, genau zum 1. Mai quasi, ne? Ja. Was ist danach geschehen? Ich bin dann quasi am 30. April, glaube ich, April war 30 Tage, sofort zur Polizei. Mhm. Die haben mich verwiesen zu Kripo. Mhm. Die Kinder einzeln wurden alle beide verhört, so circa 3 Stunden lang. Mhm. Ganz, ganz locker. Ja. Ja, und dann kamen die Beamten raus und dann fragten sie mich, ob der so vielleicht irgendwie Waffen besitzt oder irgendwas, ne? Ja. Ob er gewalttätig ist, das war er nie. Ich sag nein und dann haben sie sofort Zugriff gemacht.
Und wo ist dein Ex-Mann jetzt? Der sitzt jetzt in JVA. JVA. Mhm. Er ist verurteilt zu 4 Jahre und 3 Monate. Das heißt, der Prozess hat schon stattgefunden? Ja, ja. Weil das muss innerhalb halbes Jahres. Ja. Sonst kann er wiederum klagen, dass wegen Freiheitsberaubung ja. etc. Ne? Er ist zu 4 Jahren verurteilt worden. 4 Jahre und 3 Monate. Und er hat 9 Jahre die Kinder missbraucht. Ja. Also für mich ist sowieso die Justiz ist für mich. Das heißt, du bist auch empört über dieses milde Urteil. Ja, also für mich ist das unbegreiflich. Wie war er denn vor Gericht geständig? Ja. Deswegen auch wahrscheinlich der milde Urteil, ne? Ja. Gab es denn sonst irgendwelche Tricksereien von Seiten der Anwälte noch, um ihn besser darzustellen? Nein, nein, das nicht. Also der Anwalt, ich sag mal so, ich habe da gesprochen mit meiner Anwältin, die kannte den Albert auch, war der wurde gestellt, ne? Also er hat nur so seine Arbeit quasi getan. Also nicht, dass da irgendwas, nur er war geständig und es tat ihm so leid und ich war bei den ersten Verhandlungstag nicht da. Mussten die Kinder auch nochmal vor Gericht aussagen? Nein. Da gab es ein Gutachten wahrscheinlich, das lag dem Gericht Gutachten vor. Gutachten und alle so, ne? Ja. Und die wurden natürlich nochmal verhört, nachdem ich bei Kripo war. Da mussten sie nochmal hin zu Kripo und da wurden sie jeweils 8 Stunden jeder verhört. Wie hat sich dein Ex-Mann denn dir gegenüber geäußert zu diesen ganzen Sachen? Gar nicht. Gar nicht. Weil ich war bei der Urteilverkündung, den Tag, ja. wo das war, der hat mich noch niemals angeguckt. Da konnte er mir nicht in die Augen gucken und so. Du warst mit diesem Mann wie lange verheiratet? 14 Jahre. 14 Jahre. Da muss man doch einen unglaublichen Schock kriegen, wenn man sowas hört. Das war so. Weil man selbst ja auch diesen Menschen dann eben nicht vollkommen durchblickt hat. Eben. Du hast den ja ganz anders gesehen. Ja, das war. Wie die Tochter mir das erzählt hat und dann die andere hat das ja auch bestätigt, ne? Das war abends so um 24 Uhr, irgendwie so um den Dreh. Ich war erstmal so wie in Trance. Ich habe mir Messer geschnappt und wollte los, weil er wohnt nicht weit entfernt. Aber die Kinder fingen Mama bloß nicht. Wir haben dich nur, wir werden das alle, also die haben mich quasi gebremst. Das war ja auch sehr richtig so und sehr klug von den Kindern. Ja, also ich war so. Machst du dir denn irgendwie, wenn auch vielleicht gar nicht begründet, aber doch Vorwürfe, dass du dir sagst, ich hätte doch vielleicht genauer hingucken müssen und ich mache mir total Vorwürfe. Ja, würde ich auch machen an deiner Stelle. Auch selbst ich wenn man. Ich habe immer gearbeitet. Ja, gut, aber wenn man definitiv wirklich nichts sieht. Und die Familie alles, ne, alles im Lot gehalten und gemacht und getan. Und ich dachte, okay, die paar Stunden, wenn ich arbeite, kannst du auf die Kinder aufpassen, ne? Das waren 3-4 Stunden. So, jetzt ist der Kerl ist hinter Gittern. Hinter Gittern. Wenn auch viel zu kurz, aber er ist hinter Gittern. Für mich sowieso, dass der Urteil ist für mich, aber das ist halt unsere Justiz, das kann man bei uns anders nicht machen, ne? Ja. Jetzt, aber was ist mit den Kindern? Sind die Kinder in richtiger psychologischer Behandlung? Also die waren, dann wollten sie nicht mehr. Dann kam wieder so wie eine Mauer, ne? Mama, wir wollen nicht mehr. Wir haben schon alles gesagt, aber jetzt merke ich wiederum, es wäre doch nochmal gut, wenn die nochmal das aufarbeiten. Glaube ich auch, mit Sicherheit. Ich weiß ja nicht, ob der Psychologe vielleicht nicht dem gepasst hat oder so, ne? Ich sag mal, nach den ganzen Sachen und so, wie die von Polizei verhört worden sind, von Kripo und so. Dann waren das kann doch sein, dass das zu viel war für die Mädels. Viel, ne? Und dann sind die paar Mal hin, aber dann haben die abgebrochen, haben gesagt, Mama, wir wollen momentan nicht. Die haben schon alles gesagt, was soll man noch mehr sagen. Aber jetzt merke ich wieder, ne? Dann solltest du es behutsam vielleicht auch organisieren, dass sie in gute Hände kommen. Ja, vielleicht wäre es auch gut, wenn es eine Frau wäre. Ja, genau. Das will ich ja auch wieder ankurbeln, ne? Ich will sie nicht mit Gewalt da irgendwo. Nein. Und erzähl mal. Ja. Weil das bringt ja. Nein. Das müssen Sie müssen es auch schon freiwillig machen. Ja. Aber du kannst das ja vielleicht auch ein bisschen befördern. Ja, deswegen, das will ich ja nur. Für mich ist das persönlich ein Schock, ne? Weil ich habe das immer noch nicht. Also das heißt, du brauchtest eigentlich auch noch eine Beratungsstelle. Eigentlich auch. Nur ich sag mal, wir können uns nicht alle irgendwo. Ich muss erstmal die Stärkere sein, ne? Natürlich, jetzt geht es schon in erster Linie erstmal um die beiden Mädchen, dass die in ordentliche. Hast du denn ein gutes Umfeld, welches dich berät und weißt du, wie man das macht? Oder brauchst du von uns da vielleicht noch etwas Hilfe? Also ich habe schon gutes, ich habe mir auch bei Kripo dann Sachen geholt, ne? Die kennen ja auch so gewisse Leute und Rechtsanwalt und so. Ja. Die haben mir schon da Tipps gegeben. Nur wie gesagt, erstmal die Kinder waren da und dann haben sie ein bisschen abgeblockt und da habe ich dann ein bisschen Ruhe gelassen. Aber weißt du, Babsi, natürlich stehen die Kinder jetzt im Vordergrund im Moment. Aber dennoch, wenn du, ich meine, du bist ja die Haupt,
Säule für die Kinder. Ja, ja, klar. Das heißt, wenn du das Gefühl hast für dich, dass du nicht mehr kannst und das irgendwie auch nicht auf die Reihe kriegst, finde ich es auch legitim, wenn du... Also ich habe mir das ja auch vorgenommen. Ich will ja auch das in Angriff nehmen. Ja. Nur momentan, ich kann das ja auch noch alles verkraften, ne? Obwohl mir das unheimlich schwer fällt, weil so ein Erlebnis, ich weiß nicht. Also... Wie gesagt, Weißt du was? Wir überlegen mal im Hintergrund, ob wir für dich vielleicht auch irgendwie eine Hilfsidee haben. Ja. Denn das finde ich schon ganz gut, wenn die Mutter stabil ist, um für die Mädchen da sein zu können. Ja, eine muss ja halt. Ja, ne? Wenn du irgendwann auch einen Zusammenbruch bekommst, dann bringt das ja auch. Dann bringt das gar niemandem etwas. Wir überlegen mal und rufen dich gleich nochmal an. Bist du einverstanden? Okay. So machen wir das, liebe Babsi. Danke dir. Alles Gute von Herzen. Ich auch Autogrammkarte von dir. Ja, dann sagst du gleich meinen Mitarbeitern Bescheid und dann notieren die deine Adresse. Okay. Alles Gute. Ich danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Özkan. Özkan ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Da, ist das ein Mann? Ja, genau. Ja, ein Mann. Ich hatte die Stimme nicht richtig gehört. Özkan, um was geht's denn? Ja, es geht um meine erste Schwulenparty. Um was? Meine erste Schwulenparty. Deine erste Schwulenparty? Genau. Das ist Disco-Besuch. Sprich ein bisschen deutlicher. In einen Disco-Besuch meinst du? Genau, in eine Schwulen-Disco. In eine Schwulen-Disco. Steht genau. Hast du schon oder willst du noch? Bitte? Hast du das schon gemacht oder möchtest du das machen? Ich habe es schon letzten Samstag gemacht mit zwei Freunden. Ja. Zwei Freunden. Ja. Ich komme aus einer kleineren Stadt, 70.000 Einwohner. Ja. Dann sind wir ins Ruhrgebiet gefahren. Mhm. Nach Essen. Mhm. Und da gab es dieses eine Schwulenparty einmal im Monat. Ja. Ja, und wir wollten das einfach mal gucken, wie das ist. Und wie war's? Es war ganz interessant. Aber ich habe es mir anders vorgestellt, dass man mehr Leute kennenlernt, so persönlicher ist. Und das ist eher so wie so ein Model-Contest sozusagen. Und Model-Contest? Ja, sozusagen. Also weil da so viele aufgebrezelte Jungs rumlaufen. Ja, genau, ja. Auf jeden Fall. Und manche sind dann auch mit freiem Oberkörper und so. Mhm. Und ich habe mir es anders vorgestellt, auf jeden Fall. Und ich habe aber auch ganz viele Türken kennengelernt. Ich bin ja selber Türke. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass es so viele schwule Türken gibt. Ja, gibt's auch. Zwar sehr geheim, aber es gibt es. Wie ist denn das bei dir in der Familie? Weiß deine Familie, dass du schwul bist oder schwule Interessen hast? Ja, mein Bruder weiß es und meine Mutter auch. Ja. Mein Vater wohnt schon lange nicht mehr bei uns und meine Mutter verdrängt es wohl, aber sie kommt damit wohl so halbwegs klar. Das ist ja schon mal ganz gut. Das heißt, und im Freundeskreis bin ich geoutet. Bist du geoutet? Mhm. Ja, also und, das ist doch schon mal ganz gut. Ja, und ich habe da jetzt total keine Probleme damit. Also weißt du, diese Partys, das darf man nicht so ernst nehmen. Da darf man sich auch nicht so viel von versprechen. Natürlich ist das Schaulaufen und wie du schon richtig sagtest, da versucht einer den anderen zu übertreffen mit Kleidung und Styling und weiß ich was. Das ist teilweise schon eine ziemlich hohle Welt. Ja, also man muss da hingehen und sagen, okay, ich tanze jetzt ein bisschen ab, aber man darf sich ja keine großen Hoffnungen machen, da den Traumprinz zu treffen. Das geht meistens in die Hose. Ja, das wollte ich auch damit sagen. Eigentlich. Ja, also mal hingehen und Spaß haben, okay, aber nicht mit großen Erwartungen. Das, das ist nix. Willst du denn trotzdem demnächst öfter mal zu solchen Partys gehen? Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, klar. Also, ist interessant und lustig und... Ja. Und da in dem kleinen Ort, wo du wohnst, da ist gar nichts schwulmäßig gebacken. Bitte? Da wo in dem kleinen Ort, wo du wohnst, gibt es keine... Nee, gar nichts. Gar nichts. Ja, da muss man natürlich immer in die größeren Städte fahren. Und wenn Essen ist ja nur auch eine recht große Stadt. Und da treibt sich ja schon so manches Völkchen rum. Und da kann man... Gibt es ein Café, ein schwules Café in Essen? Weißt du das? Bitte? Gibt es ein schwules Café in Essen? Ja, aber das macht leider zu. Also das ist irgendwie jetzt in Pleite gegangen. Ah, ja. Da gibt es wohl eine Sauna daneben. Die ist noch auf, die Sauna, aber jetzt macht das Café zu, weil es gelaufen ist. Ja. Aber du bist dennoch ganz entspannt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also irgendwie gepachtet werden oder so. Es gibt aber trotzdem immer Locations, wo man eben trotzdem hingehen kann. Ja. Aber wo ich Probleme habe, das ist wirklich... wo ich auch als junger Jugendlicher Probleme hatte als Schüler, war die Schule auf jeden Fall. War also wirklich Handicap. Glaube ich. Mensch, Özkan, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Wir rufen dich gleich nochmal an. Machen wir es so. Okay. Dann würge ich dich nicht einfach so schnell ab jetzt. Wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, tschüss. In der Technik, Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema, ich muss es tun, um endlich Frieden zu